Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und bevor das heutige Video startet, gestern gab es natürlich auch nochmal ein sehr krasses Video auch hier zum Toti-Event mit meinem Plan, was ich hier tun werde im Toti-Event. Also wenn ihr das noch nicht wisst und auch gern wissen wollt, ist natürlich klar, dann schaut euch das Video auch gern nochmal an. Ich werde es euch auch nochmal oben rechts in der Infokarte verlinken. Ja, und des Weiteren, Leute, es wird morgen eine XXL-Toti-Eskalation geben hier im Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. 16 Uhr. Das Live-Event müsste auch schon erstellt sein und müsste auch schon da sein. Also schaut da gern auch mal vorbei. Jetzt geht's aber erstmal hier rein ins Toti. Ich glaube, ich kann nochmal meine Skillspiele hier machen. Ja, okay, eins kann ich noch schnell hier machen. Danach gucken wir nämlich nochmal in den Star Pass rein. Der wird ja aktualisiert und das wird nämlich ordentlich, denn es wird nicht nur der Star Pass aktualisiert, denn es wird auch eine Aktualisierung des Star Shops geben. Das heißt, es wird neue Spieler geben. Bisher gibt es noch keine Leaks, soweit ich weiß. Und es gibt auch eine neue Prime-Icon. Das wird auf jeden Fall zu wild. Da gucken wir auch gleich mal rein, was es dann dort alles geben wird. Uff, es wird einfach bestimmt absolut krank. So, also erstmal haben wir hier noch schnell das Skillspiel geschafft. Sehr nice. Hier Item Pack 20 Angriffspunkte. Jetzt habe ich 480. Ich werde ja auf jeden Fall für den Livestream, dann im Livestream noch hier zweimal Gem mit Gems 400 Punkte kaufen und dann auch noch klar den Star Pass abholen. Vielleicht kriegt man dann auch schon hier die ersten FIFA Points, um uns dann auch hier den Pass zu holen, den Toti Pass. Und hier sind wir auch schon direkt im Star Shop. Also, ich würde mal denken, dass es keinen 80er Spieler mehr geben wird. Ich denke mal, das Rating und so wird anziehen. Es wird auch wahrscheinlich es wird auch die erste 100er Prime-Icon geben. Also es gibt ja schon Beckham, aber hier die erste, andere halt außer Beckham, Prime-Icon geben. Vielleicht wird auch bei Ibrahimovic, vielleicht wird der Ibrahimovic-Spieler, der jetzt 95 hat, würde vielleicht eine 98 kriegen und dann halt immer so abstufend 98. Mike Nahr wäre dann vielleicht die 96, hier die 94, Alaba, 92 Oyarzabal und 90 dann Calvert-Lewin. Also mal schauen, was dann hier kommen wird. Ich werde auf jeden Fall so weit öffnen, wie ich kann mit den Star-Pässen. Guck mal einfach mal, ich habe jetzt hier natürlich, habe ich das alles schon abgerufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel als Prime-Icon einen Zidane gibt. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich könnte mir aber auch, was weiß ich, einen Ruud Gullit oder sowas vorstellen. Also EA hat ja immer so Standard-Icons, die sie bringen. Es könnte natürlich auch ein Ronaldo sein, ein dicker Ronaldo. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer kommt als Prime-Icon? Ich werde es mir auf jeden Fall nicht holen, ja, weil so viel will ich dann doch nicht ausgeben. Genau, aber trotzdem, ich könnte sogar einfach mal denken, ich sag mal, es wird ein Zidane. Zidane war so mein erster Gedanke, Zidane als Prime-Icon hier in FIFA Mobile 21. Und ich kann euch hier auch nochmal mein Team zeigen. 112 habe ich derzeit und Vorteile, kann ich was machen? 240, also maximale Chemie habe ich auf jeden Fall schon da. Ah, okay, Bonus-Guest als nächstes, okay, das dauert noch ein bisschen, aber das nächste Turnier sollten wir ja auch gewinnen. Und ich kann euch auch nochmal zeigen hier, wie die Liga heißt, denn, ja, wir haben in letzter Zeit sehr oft gewonnen. Ich muss noch meine Spiele machen, ich weiß. Hier, Liga-Name, Macht aus dem Schacht, YT, oft beliebig, kommt gerne rein, ab 106 ist die Liga, also kommt gerne rein, wenn ihr wollt. So, also, okay, dann können wir noch mal kurz reingehen, auch in Versus Angriff Division Rivals. Es gibt ja auch einen Dimitri Nazarov vom FC Erzgebirge Aue und den möchte ich ja schon gerne auch mal ziehen und ich könnte natürlich auch kaufen für 10k dann auf einem Shop, aber Dimitri Nazarov, Alter, ich würde den so gern ziehen, wirklich. Weil ich glaube, Nazarov ziehen, das wäre wirklich sehr, sehr geil, würde ich mir das auch vorstellen, weil es kommt nicht oft vor, dass eine FC Erzgebirge Aue Karte so ein, naja, schon höheres Rating bekommt. Genau, so, wir gehen jetzt erstmal hier auch rein in Versus Angriff. Bisschen besser muss ich ja noch werden. Es ist ja schon heute Abend die Rücksetzung. Ich bin erst auf Platz 800. Ob ich noch unter die besten 500 komme, na, muss ich vielleicht heute noch mal ein bisschen suchten. Huch. Genau, so. Was ich euch auch noch sagen kann, es wird auf jeden Fall bald noch ein 1100 Abonnenten-Special kommen. Da habe ich was Lustiges auch zusammengekartet. Ich weiß noch nicht ganz, wann es kommen wird. Wahrscheinlich nächste Woche. Vielleicht so nächste Woche Dienstag kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
Aber dafür müssen halt auch die besonderen Umstände gegeben sein, so kann man das auch formulieren. Also seid auf jeden Fall gespannt, ich werde es euch lange ankündigen, es wird auch eine Premiere sein. Genau, also seid auf jeden Fall gespannt, wenn da irgendwas kommen wird. Es wird ja auch nächste Woche Montag wieder auch noch der nächste Livestream geben. Also hier wird ordentlich durchgehauen, nächste Woche sind auch bei mir Ferien. Da kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr machen, hier auch mit YouTube und so. In Sachsen sind auch nur eine Woche Ferien, was ich ein bisschen schade finde. Dafür wird aber die Woche, die geklaut wird, kann man schon sagen, die wird angehängt an die Osterferien. Heißt, ich habe 2 Wochen Osterferien. Das ist auch eine ganz wilde Sache, gab es auch noch nie. Genau, oh, Lewandowski, komm. Ja, der ist drin. 8-6, okay, komm. Let's go, Bailey, jawohl. Sehr nice, also ihr könnt euch auf jeden Fall drauf einstellen. In den nächsten Tagen wird hier und Tagen und Wochen wird hier nochmal ordentlich die Post abgehen auf diesem Kanal. Ich hoffe, wir sind auch alle drauf gehypt. So, zack, Caligiuri. Und Caligiuri macht ihn auch wunderschön rein. Und das sollte hier auch der nächste Sieg sein. Sehr geil. Caligiuri, komm, nochmal, oder? Oder wird das jetzt hier doch nochmal eine Zitterpartie? 11-9, okay, doch, sollte ich eigentlich gewonnen haben? Ja, habe ich gewonnen. Huiuiui. Das war jetzt nochmal gegen Ende, wurde es nochmal ein bisschen brenzlig. Okay, Tor habe ich jetzt auch abgeschlossen, sehr schön. Und ich bin jetzt 791. Da muss ich nochmal ein bisschen was suchten, denke ich mal, um da jetzt wirklich vorn mitspielen zu können. Sehr nice. Und ja, sonst, heute habe ich schon alle Toti-Zeugs alles abgerufen. Ich habe, glaube ich zumindest, im Pass habe ich natürlich noch nichts abgerufen. Damit warte ich ja, ich spare ja alle Punkte, wirklich alles spare ich auf den Livestream morgen. Ich hoffe, morgen klappt auch alles. Tor ist Tor, muss ich noch machen und hier ein Spiel gewinnen. Okay, das schaffe ich auf jeden Fall noch. Und genau, morgen dann vielleicht auch Star Pass kaufen, wahrscheinlich auch dann auch Kane Packs, werde ich mir das erste Kane Pack gönnen, wegen der Angreiferpunkte und Toti Pass holen. Let's go. Und natürlich, es wird auch ein neues Team of the Week geben. Wir haben auch neues, neuen Star Pass, also seid auf jeden Fall mit dabei. Es wird zu wild. Und dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.